Hast Gritas Schulden bei Matteo bezahlt? Scheinst mir ein anständig. Allerdings kann ich es nicht umsonst tun. Wie viel Fall? 200 Gold. Gut, das Geld wird mir. Nein, 10 Lernpunkte. Wieso? Wieso? Leck mich. Leck mich, du Arschloch. Gut, dass du kommst. Diego! Du musst mir helfen. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Was sind das für Klamotten? Die habe ich von einem Händler vor der Stadt gekauft. Die Wachen wollten mich zuerst nicht reinlassen. Warum er sich so außerdem muss ich ja nicht jedem unter die Nase reiben, wo ich herkomme. Stimmt auch wieder. Sehe ich auch so. Aber auch wenn ich meine Schattenkluft abgelegt habe, und ich habe große Pläne mit dieser... Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Warum? Hier hat sich eine ganze Menge verändert, seit ich weg bin. So, wie du sagst. Ich muss zusehen, dass ich wieder auf die Beine komme. Wo ist das Problem? Ich muss ins obere Viertel. Da ich aber weder Bürger der Stadt bin, noch genug Gold habe, um die Wachen zu bestechen, brauche ich dich. Ich soll dir also Gold leihen. Quatsch. Ich habe Gold. Sogar sehr viel Gold. Leider habe ich es nicht bei mir. Du musst mir mein Gold besorgen. Das hat er doch vorher gewusst. Ich werde dir helfen. Gut. Ja, ich muss mir das jetzt nicht erklären lassen. Wo hast du das? Denn ich weiß, wo das Gold ist und... das werden wir in den nächsten 200 Jahren nicht schaffen. Das ist nämlich da, wo 20 andere Orks noch rumhängen. Hallo, Fremd. Du musst hungrig. Ja. Kannst du mir Äpfel verkaufen? Ich hatte das nicht. Ja, 12! Alle haben will. Alle. Das hat er wirklich nicht verdient. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Nicht, das hast du nicht gewusst. Lass es doch bitte reichen. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Ich hab mir das könnt ihr mir nicht antun. Das reicht nicht. Ich hab was anderes. Oh nein, jetzt muss ich noch irgendwo Äpfel finden. Fuck. Fuck, Alter. Ich will doch nur Äpfel. Ist das ein Dreck? Hey, du. Kannst du auch was verkaufen? Hast du das denn schon wieder? Nein, natürlich nicht. Jetzt bin ich überfragt. Obwohl, ja, jetzt gehen wir nochmal, glaube ich, kurz ins Kloster wegen der rohen Erzklinge. Das ist ja schrecklich. Kurz bei Konstantino vorbeischauen. Ah, hey, bei dem habe ich schon geguckt, ob ich Äpfel kriege. Oh. Oh, hier kriege ich keine Äpfel. Und hier bitte. Na, verdammt. Okay, erst zum Kloster. Ich glaube, erst zum Kloster. Ne? Ja, erst zum Kloster. Wo haben wir denn das Kloster? Kloster? Kloster haben wir da irgendwo. Da, Kloster 4. Und Buyaka Shabu. Ja, was sagt uns das? Wir haben zu wenig Mana. Kennen wir ja schon zu Genüge. Mana. Danke. Und Mana. Mana. So, jetzt werde ich mich mit meiner Klinge zu einem Gebet verziehen. Ja, so ungefähr. Niemand darf gegen die göttliche Ordnung verstoßen. Ja. Was? Ey Leute, das ist doch ein dreckiger Scheiß und vor allen Dingen ist das doch ein Witz, oder? Ich habe mir gerade 7000 Gold erbackt. Dann kommt so ein Scheiß dabei raus. Ich glaube es nicht. Genau das habe ich auch gesagt. Ist doch ein Kack. Vor allem weiß ich gar nicht, ob es das bringt. So. Verwandlung Scavenger. Ne, das brauche ich alles nicht. Aber egal. Jetzt verkaufe ich mal eben irgendwas. Das Paladin-Schwert zum Beispiel. So, jetzt werde ich mal eben schauen. Ich werde speichern, werde es weihen. Wenn es mir nichts bringt, lade ich halt und mache das nicht. Und wenn es mir die heile Welt bringt, dann, ja. Dann, ja, genau. Gut. Mein lieber Innos-Schrein. Gebe mir Schwertwein.
Ja, möge das Licht auf mich herabscheinen, bla bla. Gesegnete Erzklinge. Es bringt mir nichts. Es bringt mir ehrlich nichts, oder? Komm, es... Ja, ich bin mir jetzt gerade unsicher, aber... Ja, Leute. Eigentlich bringt's mir nichts, ne? Naja. Egal, ich lasse es jetzt. Mir soll's jetzt scheißegal sein. Ja, ich habe keine Lust jetzt noch irgendwie hier einen Aufstand zu machen. Denn noch brauche ich eine Waffe, denn ich habe noch zu wenig Stärke. Ja, deswegen wird das jetzt erstmal bei der gesegneten Erzklinge bleiben. Ja, egal. So, jetzt werde ich euch meinen anderen Weg zeigen, den ich euch schon mal beschrieben habe. Beziehungsweise, ich habe ja gesagt, der andere Weg war neu für mich. Deswegen werde ich jetzt euch mal zeigen, wie ich diesen Weg gehe. Ja. Okay, aber erst muss ich ein bisschen was auf die andere Tasten legen, ganz eindeutig. Und zwar die 4 muss weg. Denn ich muss wissen, ob hier irgendwo ein Suchender ist. Nein, es ist nicht, es ist nur Iskaros. Okay. Dann werde ich jetzt hier speichern, denn der Weg ist nicht unbedingt ganz ungefährlich, denn ich kann überall runterfallen. Gegner werden uns keine begegnen. So, ich werde euch jetzt den Weg zeigen, wie ich zu dem Auge Inners geleite. Komm, wie auch immer. Moment, jetzt muss ich mich nur kurz zurechtfinden, wo es denn lang geht. Geht's da lang? Ich bin jetzt gerade unsicher. Moment. Ja. So, ich werde jetzt einen Trank der Geschwindigkeit benutzen, da das Ganze hier nicht ewig dauern soll. Ja. Etwas aufpassen. Ja. Ein bisschen aufpassen, auf keinen Fall runterfallen. Das wäre fatal. So. Ja, über die Berge. So. Jetzt muss ich nur den richtigen Weg finden. Hier oben ist es ein bisschen merkwürdig. Ich hoffe, ich finde jetzt den richtigen Weg. So, eigentlich müsste das hier... Nein, hier noch nicht. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Da ist die Treppe, genau. So, zu der Treppe müssen wir gleich so halbwegs hin. Woher? Die Treppe ist doch da. Das kann ja nicht sein. Moment. Oh, hoch da, runter da. Ja, richtig. Hier ist der richtige Weg. Okay. Und wisst ihr jetzt, wo wir sind? Wir sind da, wo wir hin sollen. Ja, Xardas. Hier sind wir wieder bei dem Ort, den ich eben freiräumen wollte. Und zwar eben genau hier rum. Darum meine ich. Ich habe alles erledigt, was du mir aufgetragen hast. Hier hast du das reparierte Auge. Tatsächlich fehlt nun nichts mehr, um das Umkehrritual zu vollziehen. Was ist mit dem Sumpfkraut? Ach ja. Hast du denn 3 Sumpfkrautpflanzen dabei? Ja. Hier hast du die 3 Pflanzen. Großartig. Das hast du gut gemacht, doch tret... Ja, fang an. Ja, ich trinke jetzt mal wieder was. Kann mich jetzt... Okay, ich habe nichts mehr zu trinken. Ja, ich denke, du wolltest anfangen. Was sagen, ne? Ich warte doch hier nicht umsonst. Also, Jungs, ohne Scheiß. Damit alle 3 mich ansprechen können, falls es denn vorüber sein sollte. Na. Ja, rot für Feuer, lila für Dunkelheit und blau für Wasser. Also Adanos, Belia und... Moment mal. Ach ja, Innos, ja, Entschuldigung. Feuer ist Innos. Bisschen merkwürdig. Innos ist eigentlich Licht, aber egal. Okay, ihn sollte ich nicht unterbrechen. Es ist vollbracht. Lass dir den Umgang mit seiner Macht von Pyroka erklären.
Ich hoffe, ich werde dich wiedersehen, wenn du deine Aufgabe erledigt hast. Leb wohl. Nun, da das Auge Innos geheilt ist, musst du den Drachen entgegentreten. Sie alle dienen Belia, dem Gott der Finsternis. Aber es muss eine irdische Macht geben, die sie kontrolliert. So viel ist mir inzwischen klar. Finde heraus, was die Quelle dieser Macht ist. Sobald du etwas herausgefunden hast, kommst du zu mir zurück. Ihr habt es geschafft. Das Auge Innos ist geheilt. Ich hätte es fast nicht für möglich gehalten. Was bleibt mir hier noch zu tun? Halte dich nicht mit Nichtigkeiten auf. Geh und vernichte die Drachen. Hier hast du das Auge. Bedenke, dass du erst mit einem Drachen gesprochen hast.